Hey Freunde, was geht? Willkommen zu einem weiteren Video und ja, es geht natürlich wieder um den aktuellen Live-Summit und jetzt nehmen wir uns erstmal die Belohnung aus dem letzten Live-Summit an. Mit 1.333.000 bin ich Rang 516, das ist okay und reicht vollkommen. Platz 1 hatte 1,4 Millionen, ja, nicht schlecht. So, jetzt habe ich endlich den Nitro-Mischer für, und ich muss schon lachen. Ich habe endlich den Nitro-Mischer für Alpha Grand Prix. Wir gehen erstmal hier rein. Ich gehe mal ins Pause-Menü. Ich kann es kaum glauben. Also, diejenigen unter euch, die schon länger dabei sind, die wissen, dass ich sehr, sehr faul war mit Alpha Grand Prix. Und das Einzige, was ich hatte, war hier sowas. Und alles durcheinander natürlich. Und ja. Jetzt gehe ich erstmal zum Posteingang und baue den Nitro-Mischer ein. So, gesagt, getan. Ich habe endlich einen Nitro-Mischer mit Pur- und Extra-Portion. Und ich find's witzig. So brauchte ich nicht farmen. Und brauche nicht mehr wie ein Irrer zu farmen und zu fahren. Weil ja, Alpha Grand Prix habe ich eh nicht so richtig Bock drauf gehabt. Und ja, was soll ich sagen? Den übernächsten Live-Summit kriegen wir das gleiche nochmal für Touring Car. Das finde ich auch sehr gut, weil auch Touring Car habe ich nicht gefarmt. Auch Touring Car bin ich immer sehr faul gewesen. Und deswegen freue ich mich sehr darüber, dass wir im übernächsten Live-Summit wieder einen Nitro-Chemiker bekommen. Ich finde es geil. Also, ihr merkt es an meiner Freude. So, was haben wir da denn? Den konnten wir letzte Woche noch nicht sehen, vom 4. bis 11. August. Ja, 150.000 Follower für Bronze. Dann ein paar Teile für ein Z4. Legendäre verbesserte Teile für Hypercar. Wenn ihr für Hypercar noch kein Nitro-Mischer habt, solltet ihr auf jeden Fall versuchen, Gold zu bekommen. Und für Platin gibt es Rauchwirbeltempo. Selten. Ja gut, ist jetzt nicht das Wichtigste, aber kann man mitnehmen. Da geht es direkt los mit der Radarfalle. Und dann nehme ich natürlich die Corvette Stingray Drag Edition und habe da den Nitro-Mischer drinne mit Fanatic und Pur und das sind meine Einstellungen. So, dann geht's auch schon los mit der Radarfalle und am besten fahrt ihr erstmal geradeaus, fahrt links an der Radarfalle vorbei, seid nicht zu schnell, sonst löst die Radarfalle aus und fahrt hier links in die Straße rein. Und fahrt bis zum Ende vom Radius und am besten fahrt ihr das mit einem Freund zusammen. Ihr könnt das hier sehen, der Teftogain ist mal wieder mit dabei. Yo, danke erscheinender NPC. So funktioniert das hier in dem Spiel. Die kommen, wenn man sie nicht braucht. Naja, die braucht man eigentlich auch nie. So, dann fängt euer Vordermann an, Gas zu geben. Und am besten gebt ihr dann ein Zeichen, sowas wie 3, 2, 1, go und dann weiß er Bescheid, wann er losfahren soll und dann wartet ihr ein bisschen, dann, wenn es soweit ist, sagt ihr ihm, dass er Nitro durchdrücken soll und in der richtigen Entfernung, das entscheidet ihr dann selber, drückt ihr euer Nitro und fahrt im kompletten Windschatten hinter euer Vordermann her bis ins Ziel rein. Ich habe jetzt hier 704 km/h erreicht, bekomme dafür 131.000 Punkte und damit bin ich auf jeden Fall zufrieden. So, weiter geht's zum Tiefflug und da nehme ich wie immer die Harman Rocket HR3. So, Moment, wir gehen hier einmal auf Flugzeug, dann gehen wir auf Disziplin Air Race und dann ist hier die Harman Rocket HR3. Da habe ich den Punktebrecher drin mit Test erprobt und Perfektionist. Und das sind meine Profi-Settings. Wobei das eigentlich fast original ist. Ich habe nur den Bodeneffekt ein bisschen runtergenommen. Aber ansonsten ist das alles beim Alten. Und ich würde sagen, dann geht's auch direkt los. So, gleich zu Beginn drehen wir das Flugzeug einmal um und fliegen ein bisschen nach links. Und dann hier wieder quer durch. Und dann fliegen wir hier über das Wasser rüber. Und hier gibt es ein paar schmale Brücken. Das ist echt fies. Wenn ihr das schafft, fliegt runterher. Wenn nicht, ist das aber auch nicht so schlimm. Dann könnt ihr auch einfach drüber herfliegen. Das passt dann auch. So wie diese Brücke hier. Da fliege ich jetzt einfach mal drüber her. So, einmal drüber.
Sicher ist sicher. Oh, einmal falsch rumgelenkt. Das war jetzt nicht ganz so toll. Und dann fliegt ihr einfach hier dem Wasser entlang. Die Brücke ist total easy. Da könnt ihr einfach so durchfliegen. So, und dann wäre das Ganze auch geschafft. So, 157.000 Punkte für 39.000. Kann man noch ein bisschen verbessern, aber ja. Doch, 157.000 Punkte sind okay und reichen auch vollkommen aus. Dann geht es direkt weiter zum Slalom. Und das ist ein Slalom mit einem Boot. Und dafür nehme ich die Frauscha 1414 Demon. Natürlich mit dem Punktebrecher. Ein Set ist mir da relativ schnuppe, ehrlich gesagt. Ihr könnt das sehen, extra Portion, purer Sensor. Das ist unrekalibriert. Ich kann das noch machen, aber ich habe bis jetzt einfach keinen Bock dazu gehabt. Denn das Wichtigste ist mir hier in dem Fall Test erprobt. Ich kann das mal eben rekalibrieren, damit ich hier, ich pack da pur rein. Pur und Test erprobt. Das reicht dann aber auch. Kurzer Cut. So, pur ist komplett rekalibriert. Jetzt habe ich den Punktebrecher drin mit pur und Test erprobt. Und das sind meine Profi-Settings. Ja, und dann geht's auch direkt schon los mit dem Slalom. Wir fangen mit links an. So, dann immer schön links, rechts hier. Der ist leider ziemlich lang, der Slalom. Aber das werdet ihr auch hinkriegen. Bisschen konzentrieren hier. Ist nicht das Schwierigste. Aber trotzdem halt aufpassen, dass man links und rechts dran vorbeikommt. Jetzt habe ich hier ein bisschen Mist gemacht, habe mich ein bisschen verhaspelt. So. Aber dann ist auch der Slalom geschafft mit knapp 40.000 Punkten. 39.601, um genau zu sein. 155.913 Punkte. Und das reicht vollkommen. So, weiter jetzt zum Powerboot mit dem Offshore MK2. Und da habe ich natürlich den Nitromischer drin mit extra Portion und pur. Und das sind meine Einstellungen. So, und dann geht das Nachtrennen auch schon los hier. Es ist ziemlich kurz und auch relativ einfach. Hier am Start solltet ihr darauf aufpassen, dass ihr schnell an Dana vorbeikommt, weil wenn ihr einmal dran klebt, dann klebt ihr richtig dran. Aber wenn ihr das geschafft habt und das Rennen ist gestartet, solltet ihr eigentlich nur noch darauf achten, dass ihr keine roten Bojen berührt und dass ihr nirgendwo gegenknallt. Und ansonsten ist das Rennen auch so sehr einfach und auch sehr schnell vorbei. Wenn wir gleich mal gucken hier, 30%, ja, 30% in unter 30 Sekunden, da könnt ihr euch ja ausrechnen, wie lang dieses Rennen hier ist oder beziehungsweise wie kurz dieses Rennen hier ist, weil das wirklich schnell vorbei ist hier. So, wieder aufpassen hier, dass wir die roten Bojen nicht treffen, weil die einen so ein bisschen verlangsamen. Und man will das ja natürlich vermeiden. Auch Millisekunden sind Punkte. So, jetzt einmal hier mittig durch. So, den nächsten Checkpoint fahren wir jetzt außen lang und nicht in der Mitte durch. Sonst würde man da durch so einen blöden Bogen springen und der ist echt blöd. Aber das wollen wir nicht. So, hier fahren wir auch links dran vorbei. So, hier ist ein Checkpoint. An dem können wir leider nicht vorbei. Hier müssen wir springen. Aber das ist auch nicht so schlimm. Jetzt sind wir schon bei 90% und jetzt können wir hier das Nitro komplett durchdrücken und dann wäre dieses Rennen auch geschafft. Und zwar in 1 Minute 30. Ist okay. Kann man mit umgehen. 1 Minute 30, 130.100 Punkte. Top. Also ich bin zufrieden mit der Zeit. Mehr braucht man nicht. Weiter geht's mit dem Rallycross und keine Einschränkungen.
Und dann nehme ich den Mitsubishi Lancer WRC 05 mit dem Nitro-Mischer matschig und pur. Und das sind meine Settings. So, und dann geht's auch schon los mit dem Rennen. Und auf geht's. Schlage 6 Minuten 24. Ja, das kriegen wir hin. So, hier haben wir schon die erste enge Kurve gleich am Start. Aber die ist natürlich auch kein Problem für uns. So, da haben wir die nächste enge Kurve. Rechtzeitig bremsen, damit wir die auch kriegen, ohne dass wir irgendwo gegenscheppern. Und immer wieder ein bisschen mit Nitro nachhelfen, damit wir wieder auf Geschwindigkeit kommen natürlich. So, da haben wir die nächste enge Kurve. Rechtzeitig rein. Rechtzeitig bremsen und rechtzeitig rein. Dann funktioniert das auch. So, hier das gleiche. Und jetzt sind wir Offroad. Und deswegen habe ich auch matschig genommen, damit wir hier ein bisschen schneller sind im Offroad-Teil dieser Strecke. So, sehr schön. Der Wagen fährt sehr, sehr gut. Ich bin hier und da ein bisschen vorsichtig, aber ach, das ist okay. Ihr könnt euch ein bisschen vorsichtiger sein, weil ich fahre jetzt nicht hier mit dem Wunsch nach Weltrekordzeit, sondern mit dem Wunsch nach einer guten Zeit, so dass wir auf jeden Fall in Platin reinkommen und auch in Platin bleiben, weil darum geht's, um nichts anderes. So, und mit 4 Minuten 41 bin ich im Ziel. 45.000 Bucks verdient. Das ist doch schön. Das ist ja jetzt dieser neue Bonus, den man da bekommt. Ich habe das Ganze jetzt ein bisschen vorgespult, weil das Rennen doch mit 4 Minuten 41 relativ lang ist. Ich bin ziemlich vorsichtig gefahren, aber 125.000 Punkte sind auf jeden Fall annehmbar. Das könnt ihr natürlich gerne verbessern. Ihr müsst es aber nicht. Denn, um ehrlich zu sein, reicht das an den Punkten. Wenn ihr in den anderen Disziplinen diese Punktebrecher und Nitromischer und so weiter habt, dann reicht das auch. Aber natürlich ist das nur meine Aussage. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Und wenn ihr da, keine Ahnung, 135.000 Punkte rausholt, ist das natürlich noch viel besser. Dann könnt ihr das natürlich auch tun. Ich werde das auch noch weiter versuchen zu verbessern. Wenn ich dann am Samstag wieder live bin, dann mal gucken mit Windschatten oder so. Vielleicht kann man da auf jeden Fall noch was rausholen. Wäre auf jeden Fall cool. So, weiter geht's mit dem Drag Race und da holt ihr euch am besten einen Freund dazu und fahrt das mit jemandem zusammen für Windschatten, um die bestmögliche Zeit rauszuholen. Oder sogar mit zwei Freunden oder drei Freunden. Je mehr ihr seid, desto besser könnt ihr den Windschatten abgreifen und desto mehr Chancen habt ihr auf eine hohe Punktzahl. Dafür nehme ich natürlich wieder die Corvette Stingray Drag Race Edition. Die Einstellungen sind die gleichen wie bei der Radarfalle, also brauche ich die ja nicht nochmal einblenden und dann geht's auch direkt los.
138.398 Punkte. Und damit bin ich auf jeden Fall zufrieden. Ja, klar, man kann immer noch ein bisschen verbessern. So ein, ne, paar Millisekunden gehen immer. Aber ja, das reicht auf jeden Fall erstmal. So, weiter geht's mit dem Street Race und dem vorgeschriebenen Fahrzeug. Und zwar ist das in dem Fall die Corvette C2, die wir jetzt aktuell für die Platin-Belohnung in diesem Live-Summit bekommen bzw. gewinnen können. So, dann geht das Rennen auch schon direkt los. Und denkt dran, in dem Wagen ist nichts eingebaut. Keine Profi-Settings, keine Tuning-Teile und nichts. Und ihr müsst trotzdem hier eine sehr gute Zeit hinlegen. Dieses Rennen hier gönnt euch gar nichts. Wenn ihr jetzt so langsam seid, dann bekommt ihr auch echt eine schlechte Punktzahl. Ist leider wirklich so. Dieses Rennen hier ist auf jeden Fall nicht Kategorie easy. Also ich würde sagen, für Anfänger war schon eher in Richtung schwierig. Aber ist auf jeden Fall machbar. Na, ihr solltet auf jeden Fall trotzdem versuchen, hier so schnell wie möglich durchzukommen. Also lasst euch irgendwie davon nicht beeindrucken, dass ihr hier sehr schnell sein müsst, um viele Punkte zu bekommen. Denn die Lifetime-Punkte wurden ja auch ziemlich weit nach oben geschraubt auf der PlayStation mit 11.000 Punkte, die eigentlich wir eingefleischten Spieler nicht so ganz nachvollziehen können. Aber naja, es ist nun mal so, ich zeige euch den Guide hier trotzdem. Ich hoffe, er gefällt euch trotzdem. Und ja, das war jetzt schon die erste Runde. Das Ganze macht ihr dreimal. Und dann seid ihr auch mit dem Rennen durch. Toll. Die Kurve habe ich verhaspelt. Das geht natürlich auf die Zeit. So, und ihr könnt sehen, mit 3 Minuten 22 bekommt man nur 118.000 Punkte. Und das ist echt nicht viel. Ich war vorher mit 3 Minuten 31, glaube ich, bei nur 81.000 Punkte. Und das meine ich auch damit, dass das auf jeden Fall ein Rennen für Fortgeschrittene ist. Weiter geht's mit dem Touring Car und den Porsche 911 Carrera RSR Turbo. Da habe ich natürlich den Nitro-Micha mit extra Portion und pur eingebaut und das sind meine Profi-Settings. So, und dann geht's auch schon los. Nicht wundern, ich habe den Wagen gerade mal noch so ein bisschen angepasst. Farbe geändert und so weiter. Und ja, das ist der Shaver Cup. Und die Strecke geht nur im Kreis. Also die Strecke ist hier echt nichts Besonderes. Ihr müsst wirklich nur im Kreis fahren. Auf der Geraden immer gucken, dass ihr so schnell wie möglich werdet. Und ansonsten gibt es hier nichts großartig zu beachten. So. Ich werde das Ganze hier mal ein bisschen vorspulen.
So, 3 Minuten 36 bin ich jetzt hier gefahren. Ich bin zweimal angeeckt. Blöd gelaufen, aber ist halt so 118.993 Punkte nur. Das ist auf jeden Fall noch zu verbessern. Aber jetzt geht es erstmal weiter zum Alpha Grand Prix mit dem Alpha Mark II. Und das ist auch gleichzeitig das letzte Rennen hier in dem Live Summit. Und wie es schon dran stand, müssen wir hier den Alpha Mark II nehmen. Da habe ich jetzt den Nitro-Mischer drin mit Extra-Portion und pur. Das ist das Set, welches ich heute bekommen habe für die Live-Summit-Belohnung. Und das sind meine Einstellungen. So, und dann geht das Rennen auch direkt schon los. Und wie ihr sehen könnt, sind wir hier auf keiner Rennstrecke. Wir sind hier auf einer normalen Landstraße. Und irgendwie habe ich gerade einen Anzeige-Bug. Hä? Willkommen in The Bug 2. Aha! Finde ich irgendwie... Hä? Nicht so witzig? Jetzt sehe ich die Abkürzung nicht. Hä? Was war das denn jetzt? Also... Sorry, ich starte das jetzt mal neu. Ich hoffe, das dann weg. Ich lasse das in der Aufnahme, damit ihr das seht. Was ist das denn? Ist ja voll witzig. Okay, alles klar. Der Anzeigebug ist weg. Sehr schön. Dann starten wir das Rennen einfach nochmal neu. Und ja, da geht das Rennen auch schon los. Und mal sehen, ob wir jetzt hier vernünftig abkürzen können. So, jetzt sehen wir natürlich die Map auch und so. Das ist schön. So, hier kann man nämlich quer rüberfahren. Und, oh. Nee. Ah, auch eine von den Strecken, wo sie die Checkpoints versetzt haben. Ganz toll, ey. Jetzt dachte ich, wir können hier schön abkürzen, aber nee. Können wir doch nicht. Mist. Können wir da denn noch quer rüberspringen? Okay, nee, hier ist auch ein Checkpoint hingesetzt. Oh, ist das mies, ey. Werden überall Checkpoints hingesetzt, damit man nicht mehr abkürzen kann. Okay, das ist mies. Schade. Aber gut, kann man nichts dran ändern. Ah, hier haben sie auch einen hingesetzt. Guck mal. Man kann nicht mehr quer übers Feld fahren. Ah, ist das mies. Ey, das ist ja wohl richtig mies, ey. Ich habe hier so viel abgekürzt auf der Strecke. Und jetzt geht's nicht mehr. Naja, was soll's. Dann müssen wir die Strecke halt sauber fahren. Okay. Checkpoint ein bisschen weit verpasst, aber hat noch gezählt. Auch hier bin ich immer so gerne rübergesprungen. Naja, soll halt nicht mehr so sein. Mist, den Rest noch ein bisschen verballert. Spaßverderber Ubisoft. Nein, man muss auch fair sein. Die wollen ja nicht, dass man auf allen Strecken abkürzt. 101.000? So, jetzt nochmal das Ganze verbessert auf 1 Minute 59,9. Also viel besser ist das jetzt auch nicht, aber trotzdem kriege ich für 5,8 Sekunden 17.000 Punkte nochmal oben drauf und habe jetzt 118.686 Punkte. Und das gefällt mir auf jeden Fall besser wie das letzte Ergebnis. Und dann sind wir auch schon mit dem Summit durch. Ich habe jetzt hier 1.293.774 Punkte, bin Rang 58. Das ist natürlich nicht das Endergebnis. Ich werde den Live-Summit hier und da auf jeden Fall noch verbessern, sodass ich auf jeden Fall über die 1,3 Millionen gehe.
Das werde ich wieder im Laufe der Woche machen. Mal sehen, vielleicht auch, wenn ich live bin. Das entscheide ich dann spontan. Und dann soll es das jetzt auch erstmal mit dem Video gewesen sein. Wenn es dir gefallen hat, dann lass mir doch einen Daumen nach oben da. Wenn du neu bist, ja, dann lass mir auf jeden Fall kostenloses Abo da. Folg mir noch auf Twitch, dann kannst du mal dabei sein, wenn ich live bin. Und ansonsten bin ich jetzt erstmal raus und sage ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Marvin Keno. It's all about humanity.